Moin, ihr wunderbare Menschen des Interwebs. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu meinem Let's Play von Phoenix Wright Ace Attorney. Wir wollten in diesem Part einmal in die Kanzlei von unserem Meisterdetektiv gehen. Ach du meine Güte. Das ist ein Detektiv. Sieht eher wie das Set von einem zweitklassigen Horrorfilm aus. Hallo, ist jemand hier? Scheint niemand zu Hause zu sein. Was für eine Zeitverschwendung. Hey, ich hab's. Lass uns dieses Bild als Andenken mitnehmen. Mag es ja nicht, Maya. Wir müssen es wohl später nochmal versuchen. Ach wie, jetzt ist er hier gar nicht da? Ja, dann gucken wir uns hier wenigstens mal um. Was für ein unheimliches Bild. Es ist, als würde er mich direkt ansehen. Vielleicht sollten wir im Büro ein großes Porträt von dir aufhängen, Nick. Ich kann es sogar malen. Du könntest beim Reinigen der Toilette posieren. Ich glaube, ich bevorzuge etwas Würdevolleres. Hey Nick, was ist das da? Das nennt man Grammophon. Früher hat man darauf Musik gehört. Das ist nicht dein Ernst. Ich würde eher sagen, es ist zum Reinigen der Luft oder so. Ich wette um 50 Cent. Na los, was sagst du? Vergiss es. Du rückst doch eh nichts raus, wenn du verlierst. Wow, was für eine große Feuerstelle. Das ist ein Kamin. Na und, wo liegt der Unterschied? Du solltest die Dinge nicht immer so engstirnig sehen, Nick. Stimmt, tut mir leid. Ein echt beeindruckendes Bücherregal mit echt beeindruckenden Büchern. Leben als Meisterdetektiv, ungekürzte Fassung von Luke Edmay, Meisterdetektiv. Ey, er hat sogar ein Flaschenschiff. Sieh dir das an. Am Ruder steht eine kleine Luke Edmay-Figur. Wie süß. Das ist auch ein Mikroskop. Wollt ihr etwas erforschen? Die Glasscheiben haben verschiedene Bezeichnungen. Hier steht Edmay-Virus. Dieser Kerl tut echt alles, damit er berühmt wird. Irgendwie ist das ziemlich irritierend. Dieser Tisch ist mit allerlei Chemiekram zugestellt. Oh, ich liebe Chemie. Sag mal, Nick, ich wette, du weißt es, aber Wasser besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Nein, nein, nein. Nicht Kohlenstoff, Sauerstoff. Sauerstoff und Wasserstoff. Nun, es gibt immer alternative Theorien. Wenn du damit die Theorien meinst, die in deinem Kopf herumschwirren, dann ja. Aber mehr kann ich mir hier auch gar nicht angucken. Dann kann ich mich eigentlich nur wieder bewegen. Und ja, Frage ist, wohin? Die Hauptausstellungsstelle, da gibt es leider nichts. Ich muss auch sagen, ich finde das richtig toll, wie hier so eine Nachbildung gemacht wurde von Korain. Das finde ich echt süß. Okay, hier gibt es auch nichts. Wo zum Henker soll ich denn dann hin? Maya können wir auch nicht wirklich reden. Kann ich noch in die Kriminalabteilung oder so zufällig? Nee. Aber ich kann ihm ja auch nichts präsentieren oder zeigen. Nee, dann sagt er mir nichts zu. Da sagt er mir auch nichts zu. Ich bekomme aus ihm halt nichts weiter raus. Ich könnte ihm jetzt noch meine Anwaltsmarke präsentieren. Okay, was zum Henker soll ich tun? Was kann ich tun? Nee, sagt sie mir auch nichts zu. Sie erzählt mir halt auch nicht mehr. Und wirklich untersuchen kann ich auch nichts mehr. Nee. Aber ich kann ja nirgendwo anders hin. Sonst wo? Was habe ich denn jetzt übersehen? Wo hänge ich gerade?
Ich kann hier, kann ich nirgends was untersuchen weiter. Er muss doch dann irgendwo anders rumgurken. Ich könnte mich jetzt hier noch einmal umgucken, weil hier haben wir noch nie was untersucht gehabt. Was ist mit diesem großen Kissen? Da liegt ja gar nichts drauf. Das muss für den größten Schatz von allen sein. Größter Schatz? Gibt es den dann? Ja, nun, selbstverständlich, oder Pearly? Ja, natürlich. Klar, sein Anblick würde dir den Atem rauben. Ein Stück Stoff mit massenhaft feingeschriebenen Buchstaben drauf. Das ist bestimmt was Esoterisches, das nur ein Medium entziffern kann. Mal sehen. Moment mal, hier steht 108 Wege, Geld zu sparen. Die Zahl ist gestiegen, seit ich es das letzte Mal gesehen habe. Nun, wir suchen immer nach neuen Wegen, weißt du? Medium zu sein klingt nach einem ziemlich harten Leben. Ich glaube, ich kenne diesen alten Wandschirm hier. Bin mir sicher, er war ein wichtiges Beweisstück. Bei dem Mordfall damals in Kurain. Dieser Wandschirm ist das größte Geheimnis der Geisterbeschwörung. Der sechsteilige Wandschirm der heiligen Schriften von Kurain. Wenn er so geheim ist, warum ist er dann das auffälligste Ausstellungsstück? Das sind nur ein paar alte Urnen. Sind das etwa auch alte Schätze? Na klar, das ist schließlich eine Schatzausstellung. Nun ja, wo du recht hast. Ein Schatz muss also nur alt sein. Kein Wunder, dass niemand Museen mag. Oh, mystische Maya, das gibt's nicht. Ha, das ist ja süß. Ein kleines Diorama von Kurain. Ja, sieh dir das an. Aber irgendwie wirkt es ziemlich trist. Oh, mystische Maya, das Haus da, da steht ja Feyernwesen. Ach je, du hast recht. Da müsste aber eigentlich noch das Berühmte davor stehen. Tu's nicht, Maya. Das könnte Ärger geben. Okay. Aber mehr können wir hier auch nicht untersuchen. Frau Delight, Sie wissen noch darüber Bescheid, oder? Über Ihren Mann und Master Maskey? Master Maskey? Na klar, ich weiß alles. Mein Mann ist sein größter Fan. Ja, was? Hä? Größter Fan? Ja, und Ronnie leidet manchmal unter Wahnvorstellungen. Und so ist dieses ganze Missverständnis ja erst zustande gekommen. Moment mal, sagten Sie gerade Wahnvorstellungen? Ja, ganz richtig. Ich weiß einfach nicht, was ich mit ihm machen soll. Weißt du, Ronnie glaubt ernsthaft, dass er Master Maskey ist. Was? Wovon reden Sie? Gut, ich hab total vergessen, dass du ja auch die Profile, von Leuten zeigen kannst. Das habe ich jetzt gerade wieder komplett ignoriert. Und wann hat sich Ron zum ersten Mal in Master Maskey verwandelt? Wovon redest du? Er ist nicht Master Maskey. Was? Aber Moment mal. Sehen Sie sich doch mal um. Das ist doch offensichtlich Master Maskeys Versteck. Nein, nein, da liegst du völlig falsch. Das Versteck eines echten Diebes würde ganz anders aussehen. Ronny selbst ist so schüchtern, dass er heroisch Persönlichkeiten bewundert. Heroisch? Aber Master Maskey ist ein Verbrecher. Er wurde also getäuscht. Kann das wirklich sein? Jedenfalls, wenn er die Urne wirklich gestohlen hätte, dann hätte er sie doch noch, oder? Naja, wahrscheinlich. Warum fragst du ihn dann nicht einfach, ob er die Urne noch hat? Hat sie nicht unrecht. Herr Delight wirkt nicht gerade wie ein Verbrecher. Aber irgendwas an Rons Verhalten stört mich. Vielleicht stimmt es. Vielleicht ist Herr Delight gar nicht Master Maskey. Entschuldigung, dürfte ich dir eine Frage stellen, Nikki? Worum geht's? Ich weiß, ich wirke vielleicht wie ein böses Mädchen, aber mit illegalen Aktivitäten will ich auf keinen Fall etwas zu tun haben. Das habe ich gespürt. Unter ihrer harten Schale steckt ein weicher Kern. Jemand versucht, meinem armen Ronny etwas anzuhängen. Würdest du das hier Ronny von mir geben? Ein Brief? Ja, für Ronny. Ich möchte, dass er sich wehrt. Tut mir leid. Okay, wir erledigen das. Lehnen Sie sich einfach zurück und überlassen Sie das uns.
Okay, Desiris Brief an ihren Mann Rondelight adressiert, enthält anscheinend etwas Wichtiges. Okay, jetzt kommen wir hier wieder ein bisschen weiter. Ja, das war absolut my bad. Ich habe total vergessen, dass man ja auch die Profile vorzeigen kann. Ach ja, richtig. Hier, der ist von ihrer Frau. Oh, von Desi? Vielen Dank. Eva Mast, Moskee ausgehändigt. Eigentlich eher entrissen. Mein lieber Ronny, wie geht es dir? Mir geht es gut. Klammert diesen Brief so fest, dass gleich die Tinte rausgequetscht wird. Er sieht so glücklich aus. Sie sollten der mystischen Maya auch einen Brief schreiben, Herr Nick. Herr Anwalt? Ja? Desi hat in ihrem Brief geschrieben, bitte ihn, dein Anwalt zu sein. Ich weiß, das ist sehr viel verlangt, aber würden Sie meinen Fall übernehmen? Der Prozess beginnt morgen. Hey, Moment mal, er kann Sie nicht vertreten. Warum nicht? Was soll das heißen, warum nicht? Wir sind die Opfer in diesem Fall, nicht wahr? Die Opfer von diesem Demaski. Tja, ja, aber er war es nicht, zumindest Desiri zufolge. Sie sagt, der arme Mann hat sich selbst eingeredet, dass er es war, oder, Herr Nick? Jetzt komm aber, sie lügt doch bestimmt, um ihren Ehemann zu schützen. Ja, das stimmt. Eigentlich nicht. Das ist überaus schwer zu sagen. Oh nein, das ist ansteckend. Oh bitte, ich gebe Ihnen dafür auch einen Schatz Ihrer Wahl. Was soll ich tun? Will ich seinen Fall annehmen? Nun, Herr Delight, ich denke, es wäre einen Versuch wert. Ich werde Sie verteidigen. Wirklich? Ganz im Ernst? Hey, was soll das, Nick? Er ist ein Dieb, Sie können ihm nicht trauen. Nun, er mag vielleicht ein Dieb sein. Aber ich denke, an dem Fall ist mehr dran, als man auf den ersten Blick vermuten mag. Herr Nick, ich habe mich in ihn getäuscht. Ich hätte ihnen nicht vertrauen sollen. Pearls? Wir verteidigen den Kerl nach allem, was er der mystischen Maya angetan hat. Ich werde ihn niemals verzeihen. Niemals! Pearlie, warte! Sieht nicht gut aus. Ich gehe hier nach. Das tut mir leid. Ich wollte Ihnen wirklich keinen Ärger machen. Naja, woher hätten Sie auch wissen sollen, dass sie so reagiert? Ich schätze, ich kann genauso gut gleich mit den Ermittlungen anfangen. Oh, Maya. Wo ist Pearls? Sie sagte, sie geht zurück zur Kanzlei. Siehst du nachher bitte mal nach ihr? Und was ist mit dir? Findest du es okay, dass ich hier eine Leitsfall übernehme? Ja, geht schon in Ordnung, Nick. Ich glaube an dich. Ich glaube, ich muss weinen. Ich weiß, dass Sie viel zu tun haben. Ich bin Ihnen wirklich dankbar. Okay, Nick, machen wir uns an die Arbeit. Okay, dann würde ich mal sagen, auf geht's. Jetzt ist die Frage. Also wir können hier mit ihr immer noch nicht mehr quatschen. Jetzt ist die Frage, ob unser Detektiv endlich mal anwesend ist. Nein, ist er natürlich nicht. Warum auch? Aber hier hat sich jetzt was verändert. Maya! Oh, Frau Andrews! Es tut mir so leid. Es ist meine Schuld. Ihre wertvolle Urne. Ihre wertvolle Urne. Bitte beruhigen Sie sich. Was ist los? Es hört nie auf. Alles geht schief, was immer ich auch anfasse. Maya, es tut mir leid. Ich mache es wieder gut, versprochen. Nein, ist schon gut. Man sieht es mir nicht an. Aber ich habe geschickte Hände. Ich mache eine neue Urne. Moment mal. Warten Sie, okay? Beruhigen Sie sich erstmal und dann reden Sie mit uns. Verzeihen Sie mir, verzeihen Sie mir. Wann haben Sie denn die Visitenkarte von Master Masquis erhalten? Also, das war vor genau 10 Tagen. Ich wollte sie der Polizei zeigen, aber dann hat mich dieser Detektiv aufgehalten. Die haben Detektiv Edmay also gebeten, bei der Überwachung zu helfen. Ja, ich habe ihn vor etwa 20 Tagen engagiert. Er schien weit mehr als die Polizei über Master Masquis zu wissen. Wir haben ihn also für die Überwachung engagiert, bevor die Visitenkarte ankam. Ja, ich hatte so eine Vorahnung, dass etwas Schlimmes passieren würde. Ich habe gelernt, auf mein Gefühl zu hören. Darum sind also überall Überwachungskameras, selbst im Kellerlager? Ja, Lord Lee Taylor legt großen Wert auf Sicherheitsmaßnahmen. Das ist ihre Methode, möglichen Dieben zu sagen, versuch's doch. Ja, er hat es letzte Nacht versucht und ein nettes Souvenir mitgenommen. Können Sie uns etwas über die Sicherheitsvorkehrungen der Schatzausstellung sagen? Es ist alles meine Schuld. Ich hätte diese Ausstellung nie Schatzausstellung nennen dürfen. Warum sagen Sie das? Die gestohlene Urne ist ziemlich wichtig.
vielleicht, aber ihr wahrer Wert nach Schätzung war praktisch null. Null? Ich habe sie so lange poliert, bis sie fast geleuchtet hat. Ich habe gedacht, dass sie dann vielleicht wertvoll aussieht. Aber die Urne enthält die Seele der mystischen Amy. Jedenfalls habe ich sämtliche Sicherheitsanfragen an den Detektiv Edna übertragen. Aber vor 5 Tagen kam eine Reihe von Ausstellungsstücken aus Korallen. Da sind viele Leute im Lager ein- und ausgegangen. Dann war einer darunter vielleicht Master Marquis in Verkleidung. Nein, ich habe jeden, der hier durchgekommen ist, persönlich überprüft. Das ist unmöglich. Ich, Adrian Kenner, hat sie sogar geprüft, dass die zum Frühstück gegessen haben. Okay, da redet sie nicht wirklich mit uns. Da redet sie auch nicht wirklich mit uns. Okay. Okay, die sagt uns da überhaupt nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in das Kellerlager. Okay, hier ist absolut alles genau wie vorher. Okay, also sie redet eben leider überhaupt nichts mit uns. Aber das gibt's doch nicht. Wo ist dieser Detektiv? Gibt's ja nicht hier. Okay, der ist auch weg. Dann... Ah, okay, hier hat sich jetzt was verändert und der Detail. Ah, Herr Nick, willkommen zurück. Oh, hallo, Pearls. Du bist auch wieder da, wie ich sehe. Ich habe uns Erdbeerkuchen besorgt. Ich werde uns einen Tee dazu machen. Hey, Pearls. Anscheinend nimmt sie sich das, was in der Strafanstalt passiert ist, sehr zu Herzen. Mr. Shimaya, der Tee ist fertig. Oh, danke schön. Na los, Herr Nick, bitte nehmen Sie etwas von diesem Kuchen. Ja, danke schön. Pearls. Oh, Verzeihung, ich war gerade dabei, die Toilette zu putzen. Hey, ist schon okay. Die habe ich doch erst heute Morgen geputzt. Zu spät. Das könnte die richtige Gelegenheit sein, um nach ihr zu fragen. Ich habe Pearls vor einem Jahr kennengelernt. Es war, als der Mord in Korallen geschehen war. Ich weiß noch, was sie zu mir sagte, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Sie sind Herr Nick, richtig? Sie sind der besondere jemand der mystischen Maya. Hey, Maya, ich hatte immer gedacht, sie hätte das gesagt, weil sie klein war. Aber was? Pearls, ich glaube, sie hat da einen falschen Eindruck. Von dir und mir. Ha? Oh, ich... da gibt es etwas, was du verstehen musst. Was wäre das? Es ist so eine Art Sitte in Korallen sozusagen. Pearls scheint dich sehr gern zu haben. Und ich bin eben ihre einzige Cousine und... Ja, wegen des Mordes im letzten Jahr sitzt Pearlys Mutter... Ach ja. Jetzt fällt es mir wieder ein. Pearls Mutter Morgan Fay. Die sitzt derzeit in Einzelhaft. Verstehst du? Ich bin zurzeit die einzige Familie, die Pearl noch hat. Allerdings sieht es bei mir auch nicht anders aus. Maya, meine Mutter ist auch verschwunden. Korallen gibt es kaum Männer. Du hast jetzt erwähnt, ich habe dort eigentlich nie Männer gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dir vor langer Zeit davon erzählt habe, dass spirituelle Kräfte in der Familie Fay stark verwurzelt sind. Ja, das hast du. Und aus diesem Grund machst du eine Ausbildung zum Medium, oder? Ja, die Sache ist nur, dass ausschließlich Frauen diese spirituelle Kraft erben. Deshalb dreht sich die gesamte Kultur in Korallen um die Frauen dort. Und das ist verständlich, gar kein Problem. Ja, aber deswegen gibt es dort viele gescheiterte Ehen. Nun, die Männer fühlen sich meist nach einer Weile vernachlässigt und gehen fort. Besonders dann, wenn der Mann eine Tochter hat. Willst du damit sagen, dass Pearls Vater... Er ist weg, er hat das Dorf verlassen, als sie noch ganz klein war. Na, das ist hart. Ja, und sie hatte...
in ihrer Kindheit nichts anderes als unglückliche Ehen gesehen. Deshalb ist sie so sensibel bei solchen Dingen. Deine Mutter ist also immer noch verschwunden? Ja, und keiner hat eine Ahnung, wo sie ist. Mayas Mutter, Misty Fay, die aktuelle Meisterin der Kurana-Beschwörungstechnik. Sie ist vor 17 Jahren verschwunden, nachdem sie in einem Fall verwickelt war. Aber du bist dir sicher, dass sie noch lebt, richtig? Ja, das weiß ich. Als Medium weiß ich das. Und wenn deine Mutter nicht zurückkehrt, was ist dann? Dann werde ich laut den Gesetzen des Dorfes die nächste Meisterin. Mystische Maya, Meisterin der Kuraina-Technik. Klingt nach großer Verantwortung. Ja, aber es gibt niemanden sonst in der Hauptfamilie Fay, der ein Medium ist. Nun, Nick, warum beginnen wir nicht mit unseren Nachforschungen? Wir werden kaum etwas in Erfahrung bringen, wenn wir nur im Büro herumsitzen. Ja, ich weiß schon, aber zuerst möchte ich mit Pearl sprechen. Herr Nick? Ja? Ich habe mich wie ein Baby benommen. Pearls. Ich habe an ihnen gezweifelt, obwohl die mystische Maya ihnen voll vertraut hat. Ich glaube, ich muss noch viel lernen. Herr Nick? Ja? Ich entschuldige mich von ganzem Herzen für das, was ich gesagt habe. Ach, ist schon in Ordnung. Ich bin derjenige, der sich entschuldigen... Nun, ich werde jetzt ein wenig alleine losziehen. Ja? Wohin willst du denn? Ich bin vielleicht klein, aber ich besitze reichlich Geisterbeschwörungskraft. Darum werde ich Ihnen zeigen, dass ich auch nützlich bin, indem ich Beweise finde. Hey, Moment mal. Ihr rennt ja richtig schnell. Nick, wir sollten ihr etwas Spielraum geben, okay? Ja. Manchmal kommt es mir halt echt so vor, als ob Maya und Phoenix einfach so die Eltern von Pearl sind. Und versuchen auf Pearlie aufzupassen. Ist schon irgendwie süß. Gut, ich würde sagen, im nächsten Part gucken wir uns dann einmal weiter um und gucken mal, ob der Anwalt vielleicht der Anwalt sind wir, ob unser Meisterdetektiv endlich mal in seiner Detektei angekommen ist und mal zu Hause ist, damit wir mit ihm reden können. Und mal gucken, ob wir noch mehr Hinweise finden, weil momentan finde ich, wir haben nicht wirklich irgendwie Hinweise bisher gefunden für die Unschuld oder für die Schuld oder irgendwie, was unserem Mandanten weiterhelfen könnte. Aber wie gesagt, da geht es im nächsten Part weiter. Wie immer bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet Spaß und wenn ihr mögt, sehen wir uns sehr, sehr gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao!